Konnichiwa Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part von Horizon Zero Dawn. Sorry, ich hab Zero vergessen zu sagen. Ja, wie viel da fehlt ist das? Fängt ja immer super an. Immer wenn ich anfange irgendwie zu, ja, ein Hallo zu sagen, ja, verkacke ich es irgendwie. Das ist ein bisschen traurig, aber ich bräuchte echt so einen Fail-Counter, dass man so zählt, wie oft ich abfehle. Das wäre schon sehr lustig. Diese Viecher sind eigentlich voll süß, aber ja, die greifen mich ja halt an. Deswegen. Ich habe noch andere Munition. Oh. 10 Bauteile abgerissen. Okay. Gut zu wissen. Geh weg. Vieh, geh weg. Das macht Spaß, die fertig zu machen, ne? Wisst ihr das? Dass das voll Spaß macht? Krasse Scheiße. Das macht voll Bock, ey. Die Viecher hier niederzumetzeln. Das sind ja nur, ja. Ich weiß nicht, ob die Gefühle haben. Können die Gefühle haben? Eigentlich nicht, ne? Weil es sind ja keine wirklichen Wesen. Also, dass sie Schmerzen empfinden oder sowas. Sind ja eigentlich Roboter. Deswegen, ich weiß nicht, ob die vielleicht doch auch was anderes rauswerfen. Ja, ich weiß, aber ich habe nicht so viel Platz. So. Das haben wir jetzt auch gemacht. Sammeln wir mal wieder ein bisschen hier. Besonders Heilpflanzen sind hier wichtig. Ja, wir müssen hier lang. Da können wir auch noch was sammeln. Zack. Die Musik ist echt schön. Muss man auch mal nebenbei so sagen. Ach, ich muss hier lang. Ich war gerade etwas verwirrt. Ist jetzt die Frage, wo kann man eigentlich Sachen sammeln? So, hier gibt es ja auch Sammelobjekte. Ich bin mir aber nicht sicher, wo wir jetzt hier, was es für Sachen gibt, die man sammeln kann. Da habe ich keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich auch erst herausfinden. Das, was ich weiß, ist, dass man auch Sachen sammeln kann. Zum Beispiel diese, was wir am Anfang gefunden haben, diese Audiodateien von den Toten, dass man das auch sammeln kann. Das gehört auch zu diesen Objekten, aber man kann auch andere Dinge finden. Aber ich weiß noch nicht, was genau das sein wird. Werden wir erst alles noch herausfinden. Wir müssen jetzt hier halt, ja, uns treffen. Mit Rust. Aloy. Ja. Wir müssen reden. Okay, das klingt nicht gut. Es ist Zeit. Bist du bereit? Ja. Ja, ich bin bereit. Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Lassen Sie mich denn überhaupt rein? Bist du sicher, dass Sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rust. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Na, hoffentlich. Mutterherz. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Okay. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir. Als ich noch zum Stamm gehörte. Das ist schon ein bisschen bitter, dass er, ja, Ausgestoßener ist. Halt, wir sind es ja auch von Geburt an sogar. Aber er hat halt da schon mal gelebt und es kommt da wahrscheinlich nie wieder hin. Letzte Ratschläge. Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann.
Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Na gut, dann sind wir bereit, würde ich mal sagen. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Warum nicht? Ich hab's gewusst, er wird abhauen. Nimm das. Als Andenken. Die Kette, die wir... Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein. Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich brech damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Oh nein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Oh mein Gott, das kann nicht dein Ernst sein. Und wir müssen das jetzt entscheiden? Dann auf Nimmerwiedersehen, du Penner. Ich verstehe. Wir werden dich finden. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Warum nicht? Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Aber du kannst doch nicht einfach abhauen. Du kannst doch nicht allein lassen. Und dich. Ich wusste das. Ich hab's gewusst. Meine Theorie war richtig. Dass er irgendwie gehen wird, damit sie im Stamm bleibt. Damit sie die Regeln nicht bricht. Ich muss ihn gehen lassen. Fürs Erste. Ich hab's irgendwie geahnt, dass er das machen wird. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Tja, er ist der Meister gewesen, sie ist die Schülerin. Ich denke mal, sie wird einiges gelernt haben, um ihn wiederzufinden. Und ich hoffe, das wird nicht ein böses Wiedersehen werden, dass er irgendwie was, dass ihm irgendwas passiert oder so. Ja, ich habe es wirklich irgendwie geahnt, dass das passieren wird, weil sie kann sich nicht wirklich von ihm lösen und möchte ihn dann halt immer wiedersehen. Und das würde halt ihren Platz im Stamm wieder sehr gefährden, falls wir den überhaupt bekommen. Wir müssen ja erstmal diese Erprobung hier machen. Werden wir erstmal sehen, ob wir das überhaupt hinbekommen. Ich bin gespannt, was es auf sich hat und was wir tun sollen. Du kehrst um, Ausgestoßene. Nein. Oder blutest. Deine Wahl. Leute. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht hier offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tirsa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Hat die uns nicht gesegnet damals? Schon lange unser auf Namen? Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Was? Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Was? Die Göttin schütze dich. Was das ist hier nur los? Ja, ich auch, weiß es nicht. Das ist sehr verwirrend. Ich kenne keinen von den Leuten hier. Ich soll den Weg rechts nehmen. Ich wünschte, wir könnten jeden Abend drei Mutter, sondern nicht nur zu lieber uns sein. Drei Kinder? Was will eine Nora mit drei Kindern? Reisverschwendung. Was? Was zum Teufel? Okay. Was zum Fuck ist hier los? Ich speichere mal kurz, dann haben wir diesen Punkt hier auch freigeschaltet. Ich bin sehr verwirrt, was hier gerade abgeht. Können wir auch mit dir reden? Ich bin schon seit dem frühen Morgen auf. Ich kann kaum noch denken. Na, aber treib's jetzt nicht.
So, was kann man hier machen? Interagieren. Wir können uns wärmen. Schön. Schön warm. Ich bin langsam zu alt, um zweimal am Tag die Wachtürme hochzuklettern. Hi. Ich bin jeden Tag zur Urmutter. Du auch? Nö. Aloy! Du bist es, oder? Was? Hier drüben! Ach, da ist er ja, den wir damals gerettet haben. Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Ja. Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tep ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Auch nicht schlecht. Ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Das ist sehr lieb von dir. Dankeschön. Outfits. Das haben wir gerade. Nora Kriegerin ist kostenlos. Oder? Oder haben wir das nicht? Ach so, das haben wir noch nicht. Okay. Das kriegen wir kostenlos. Okay, und wenn wir jetzt wollen, dann können wir uns jetzt hier was aussuchen. Alter, wie krass. Ich wusste gar nicht, dass man sich hier die Kleidung holen kann. Was ist das? 45 Metallscherben und Draht braucht man. Könnte ich mir holen, ne? Später ausrüsten. Ich habe es mir erstmal gekauft. Schatzkisten, Gratis-Probekiste, die hole ich mir mal. Da. Zieh sie an, wann immer dir danach ist. Dankeschön. Danke, Tep. So etwas habe ich noch nie besessen. Ja, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Richtig. Na gut. Ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Okay. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Okay. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Klingt ja super. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Danke für die Tipps und danke auch für deine Hilfe. Das ist sehr, sehr nett von dir. Ich guck mal nochmal kurz. Outfits, ich habe es jetzt gar nicht ausgerüstet, oder? Gewöhnlich, selten. Das ist, glaube ich, das, was wir bekommen haben. Ich sehe jetzt gerade nicht. Ja, das ist das Neue, wa? Das haben wir uns gerade einfach gekauft. Warum auch immer. Effekte, Modifikationen. Kann ich irgendwas da machen? Ich trage es mal einfach, weil es nett von ihm ist, dass er uns das gegeben hat. Was haben wir jetzt hier bekommen? Das können wir eh nicht machen, das ist voll. Kühlsaft, Schnellreisepaket und Schockwiderstandstrank. Interessant. Wir kriegen hier ganz schön viele Sachen. Munition, können wir hier noch irgendwas herstellen? Fallen und Tränke. Schützt uns vor Schockeffekte, okay. Gut zu wissen. Okay. Ah, wir haben noch eine neue Fertigkeit. Ein Punkt haben wir. Können wir das hier oben irgendwie machen? Lockruf oder kritischer Treffer? Ich mach mal kritischer Treffer hier. So, das hätten wir auch. Wo können wir nochmal gucken? Tragekapazität. Wann kann ich das hier machen? Fettes Fleisch brauche ich. Okay, scheiße. Habe ich nicht. Ich muss also ein Tier jagen. Outfit-Beutel-Upgrade. Warum nicht? Erhöht die Outfit-Inventarkapazität auf 15. Schön. Das können wir auch herstellen. Rohstoff-Upgrade.
Wir können alles irgendwie herstellen und ich mach's nicht. Das ist ein bisschen doof. Da können wir nichts machen. Doch, das können wir machen. Fallenbeutel. Und das hier mit den Tränken, da fehlt uns Reinholz. Okay, das habe ich jetzt nicht. Leider. Ja, ansonsten nicht schlecht. Fallen. Kann ich hier irgendwas herstellen? Eine Schockfalle. Sollten wir uns mal hier auch ja, gönnen, sage ich mal. Detonierende Sprengfalle. Können wir alles sehr gut gebrauchen. Und Sprengfalle selbst. Da habe ich nicht genug Sachen. Und diese Gesundheitstränke sind krass. Aber kann ich leider nicht machen, weil ich brauche Fleisch. Scheiße. Ist ja natürlich jetzt nicht so praktisch. Und das hier. Feuerwiderstandstrang. Das können wir machen. Das können wir machen. Das können wir auch machen. Gegengift. Oh Gott, machen wir mal mehr. Bin ja nicht so sicher, was jetzt hier uns erwarten wird auch. Oder in naher Zukunft einfach. So. Das Problem ist, ich habe keinen Plan, was hier was ist. Das ist Feuer, das ist, keine Ahnung, das scheint Gift zu sein, Stein. Das sind diese Schockfallen, das sind Explosionsfallen. Ich bin ganz Erzmutter Lansras Meinung. Diese Kaja dürfen unser heiliges Land nicht entweihen. So, dann gehen wir mal. Interagieren, ich will mal kurz gucken. Das kennt sie ja alles nicht, deswegen, Ui, die singen. Party! Klingt gar nicht mal so schlecht. Die eine singt, die andere wackelt nur. Das ist wirklich interessant. Gehen wir mal weiter. Hi. Nö. Das ist das erste Mal, dass ich mit jemandem rede, also... Wir wärmen uns mal kurz. Ist echt schön hier. Hier sind sehr viele Menschen, aber ja, die behandeln uns halt dann, ja. Heiß. Ja, wie ein Waldbrand hier draußen. Du bist schon betrunken. So. Musst du auch noch auf Häuser klettern? Oh, ich soll anderen nicht aufs Dach steigen, was? Jetzt hört genau ja. zu. Freundin, denn so. Ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Das ist Menschen, diese, das Maschinen, ist die Mutter. Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Sie lebten. Die haben alle diese Rasterlocken, voll krass. Im Schutz ihres. Sieht eigentlich voll cool aus. Bei ihr ist es geflochten aber und so. Einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Das waren die Ungläubigen. Die Maschinen okay. hatten ihnen eingeflüstert, dass sie ihnen dienen würden, um ihnen eine bessere Welt zu erschaffen. Besser als die der Urmutter. Eine Welt aus Metall. Interessant. Sie sagten den Ungläubigen, dass sie die ganze Arbeit für sie machen würden. Sie ernähren, ihnen Schutz geben, ihnen ein leichtes Leben im Überfluss verschaffen würden. Die Unterhaltung, der und Tanz, so das gingen Bier. Die Ungläubigen und nahmen die Maschinen mit. Mhm. Nur die wahren Kinder, die Mütter und Väter der Nora, blieben bei der Urmutter. Okay, wenn die jetzt weiterzieht, dann ist aber schon interessant, was man hier so hört. Die Ungläubigen, also die, die mehr wollten. Ach, sieh mal an, wer da ist. Karst, was machst du hier? Vorsicht, tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Ja. Das ist ja schön. Warum bist du gekommen? Verabschieden oder anhören? Naja, er will uns wahrscheinlich anfeuern, oder? Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ach Quatsch. Ich werde es dir nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Oh. Du bist doch. War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Nee, niemals. Wir handeln okay, jetzt. Okay, dann mal los. Ich finde den lustig, ich finde den echt lustig. Waffen, eine Schleuder, was ist denn das zum Teufel? Ungewöhnlich. Sie wirft Elementbomben mit großem Wirkungsbereich. Nützlich, um Ziele in Element
Elementzuständen zu versetzen und sie so anfällig für nachfolgende Angriffe zu machen. Kann modifiziert werden. Seilwerfer, um Maschinen am Boden festzubinden. Oh, gib mal her. Das sieht sehr interessant aus. Jetzt habe ich aber nichts mehr. Scheiße. Verkaufen. Können wir hier irgendwas verkaufen, was wir jetzt nicht so brauchen? Ist bei Händlern begehrt. Geschäfte mit Händlern, Verkauf gegen Metallscherben, Sägezahn, selten. Selten. Ich weiß nicht, ob, ja, ob es uns was bringt, wenn wir das verkaufen. Was ist das? Knochiges Fleisch? Metallgefäß? Verwendung, Munitionsherstellung. Okay, das machen wir mal jetzt nicht. Geschäfte mit Händlern, Verkauf. Okay. Ein bisschen Kohle brauche ich aber schon, ne? Deswegen schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen was verkaufen können. Truthahnknochen. Ach, machen wir das mal weg, damit ich mal wieder Platz habe, etwas. So, kaufen. Rohstoffe, Fallentränke, Munition, Schatzkisten. Kann ich das mitnehmen? Natürlich, dankeschön. Outfits. Man kann also bei ihm auch Outfits holen. Stille Nora-Jägerin. Das sieht auch voll cool aus. Das gefällt mir sogar. Wenn ich das kaufe. Ah, ich kann es nicht kaufen. Mir fehlt Lore. Lohe, sorry. Munition. Alter, was gibt's denn hier alles? Feuerfallpaket. Das will ich haben. Und das hier. Ich will alles haben. Das kostet aber ganz schön viel hier. 70 haben wir noch. Seilwerfer haben wir. Und man sieht es hier an diesem Beutel, Dingsbums. Scharfschussbogen. Oh, scheiße. Hätte ich das vorher gesehen. No. Das hätte ich vorher sehen müssen. Die Schleuder gefällt mir aber auch. Dann nehmen wir die Schleuder. So. Also gut. Bisschen was. Ein bisschen was hier gekauft. Morgen, Aloy. Dankeschön. Ja. Tutorial Seilwerfer, zeig mal. Du hast eine starke neue Waffe erlangt, die Schleuder, die neue Arten von Munition abfeuern kann. Diese Kampfherausforderung soll dir helfen, den Umgang damit zu erlernen und dein Können zu verbessern. Diese Tutorials müssen wir sowieso noch machen. Stufe 18. The fuck. Alter. Ja, das ist natürlich ziemlich heftig. Stolperfalle müssen wir noch üben. Da kriegen wir EP. Und diese Fessel, kleine Maschinen, das müssen wir auch noch machen. Ich finde cool, dass man hier EP bekommt für Tutorial-Aufgaben. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Mutterherz, Stufe 4. Aktiv, begib dich zur Mutter. Ja, okay. Na gut, ich würde mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut wieder machen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Geh zum Haus der Mütter. Und dann werden wir mal sehen, was sie mit uns zu bereden haben. Die eine ist ja sowieso voll gegen uns. Die andere war immer auf unserer Seite irgendwie. Also die, die uns gerade empfangen hat. Ja, ich würde mal sagen, das werden wir im nächsten Part erfahren. Schaltet dann wieder ein. Und bis dann.